Frosch. Musst du mal probieren. Schatz, willst du eine Aspirin? Oh, ich habe ja gar keine Kopfschmerzen. Ja, komm, dann lass vögeln. Den habe ich auch schon mal gehört. Ist ja schon traurig, wenn man solche Tricks anwenden muss. Ja, denk, deswegen habe ich doch erstmal nicht verstanden, Carsten, ja, das, verstehst ja, du? Ja, genau. Das spricht ihr eigentlich habt, für dich. Ihr habt alle nie eine schrecklich nette Familie gesehen. Ich merke das. Nein. Doch, habe ich gesehen, aber ich kann mir die Scheiße nicht alles mehr angucken. Ja, weißt du, mein Hirn hat schon so ein paar Aussetzer zwischendurch. Carsten, Lebensende mit drei Buchstaben. Hm? Ja, der Tod. Ehe. Stimmt, ja. Witzig. Wer blendet da? Der Jatak. Nö. Nö. Ich fand das nicht. Ich bin nur ganz hinten. Der Josch ist direkt. Also wir wollten irgendwann mal eine Werkstatt aufsuchen, habe ich ja gehört. Aber gerade war ja, eine Autobahn. Ja, hier ist doch Autobahn. Ja, wir sind gerade an der Ausfahrt vorbeigefahren. Es war aber keine Ausfahrt, das war ein Autobahnkreuz. Ja, wir fahren einfach geradeaus. Da geht doch kein Motor aus. Wir fahren aus die nächste links. Doch, meiner geht immer Mannheim. Aus. Deiner geht immer aus. Immer nächste wieder mal. Links? Selten. Nee, dann bin ich Geisterfahrer, das will ich nicht. Ja, aber so rechts, dass wir dann links. So rechts, dass du wieder links bist im Endeffekt. Da hat sich aber schön jetzt rausgeredet. Also jemand, der rechts ist, kann aber nicht gleichzeitig links sein. Das geht nicht. Boah, ich hab die Woche voll. Also ich fand den nicht schlecht, den Witz, den findet wahrscheinlich irgendwie fast keiner lustig. Vorletzte Woche waren doch Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Und da hat die AfD ja irgendwie über 20% geholt. So, und wenn sie diese Woche runter, braun werden wollen, auch wenn die Sonne nicht scheint, dann reisen sie nach Mecklenburg-Vorpommern wegen. Badum. Versteht ihr wegen. Ja, verstehe ich schon. Haben wir schon verstanden. Aber nicht witzig irgendwie. Also ich fand den lustig. Aber irgendwie die zweite abfahren. Die zweite? Bist du sicher? Ja, dann kommen wir in die. Wir müssen abfahren. Nee, müssen wir nicht. Bist du sicher? Jetzt die hier rechts. Dann kommen wir in Richtung einer Stadt. Woher weißt denn du das? Ja, weil ich mein Navi auf andere Suche gestellt habe. Ihr seid doch alle blöd. Ich spiele nicht mehr mit euch. Boah, Julian. Wir spielen auch nicht, wir fahren einen Simulator, Julian. Das ist ein Unterschied. Wir betreiben das sehr ernsthaft. Ja, eben. Genau. Und vor allem auch hier professionell und mit Ding und so. Mhm. So, ich zoome jetzt Ding, auch ja, mal. Tatsächlich, ich hab sowas. Ich auch. Jetzt müssen wir, genau, weg von der Ausfahrt. Ja, und dann müssen wir gleich raus fahren, weil dann müssen kommt wir dann die nächste rausfahren. Genau, und dann sind wir in einem Kaff. Ja, schön, dass wir da aber schon irgendwie 10 Mal dran verbunden sind. Wir doch nicht. Nee, Carsten, sind wir nicht. Nee, sind wir nicht. Nee, sind wir nicht. Das hätten wir nur tangiert. Ach, Nürnberg. Ach, das heißt Nürnberg. Ich hab irgendwie nie gesehen, was das heißen soll. Nürnberg. Josh, was heißt Nürnberg? Josh, trägst du deine Brille etwa wieder nicht? Nee, ich hab die nur nicht geputzt. Das ist immer so Nebel. Und da denke ich mir immer... Nebel. Jürgen, du als Brillenträger. Ja. Kennst du das eigentlich auch, dass du deine Brille so ewig nicht putzt, dass du dann irgendwann denkst, boah, alles ist HD? Ja, nicht. Du meinst 3D? Nee, HD. Wenn die ganzen Punkte da auf einmal so... Die nächste raus? Ja. Wo bist denn du, dass du so weit weg bist? Ja, mein LKW kann nicht mehr Fullspeed. Ach so. Also HD ist quasi das gleiche wie WDR, ja. Leute. Was denn? Oder wie soll ich das verstehen, Josh? Fast. Hä? Oh! Hat HD was mit WDR zu tun? WDR, HD. So, und dann rechts. Ja, WDR, wahnsinnig dreckiges Rollmaterial. James? Du hast doch gerade eben davon geredet, dass es kacke ist, wenn die Servolenkung in der Kurve ausgeht, ne? Ja. Ja, kann ich bestätigen. Man muss ein bisschen mehr Muskelkraft beweisen. Achso, man muss übrigens die erste gar nicht rechts fahren, man kann da auch geradeaus fahren, habe ich gerade gesehen. Ich fahre jetzt rechts. Da geradeaus steht immer ein Werkstattproblem. Ja, und dann immer geradeaus. Und dann immer so geradeaus. Bis du in der Stadt bist und dann 65, links. 64, 63, 62, 61, 60. Ich mach nochmal Hardgas-Push. Da ist 60, die Werkstatt. 60, 60, nee. 60, oh, da 60, ist die Werkstatt, 60, hör mal, Carsten. Da ist die Werkstatt. Hör mal, Carsten. Ja, hör mal, Carsten, da ist die Werkstatt. Hör mal, Carsten, da ist die Werkstatt. Carsten, ich hab einen Volvo-Händler entdeckt. Hab ich auch. Carsten, da ist die Werkstatt. Aber hier ist die Werkstatt. Oh, das ist ein Volvo-Händler. Oh, und eine Werkstatt. Und eine rote Ampel. Ich warte nicht an der roten Ampel.
Warum wir sollten mehr an roten Ampeln warten. An der roten Ampel. Die fühlen sich eigentlich voll in ihrer Autorität untergraben. Überleg dir das mal. Josh, warten kannst du aber besser an der Werkstatt als an der Ampel. Ja, das stimmt. Ich hab nur ein Thumbnail gemacht. So. Mitten auf der Straße! Ja. In der nicht non-collision Zone. So, der Papa geht mal irgendwo hin. In der non-collision Zone. Der Kacker. So, ich brauche eigentlich, ich kann mir jetzt noch eine Pfade besorgen. Ich hab hier sprichwörtlich die Nase voll. Ja, ich kann mir noch eine Fahne besorgen. So, wer hat denn hier dabei? Was, du willst dich der Fahne besorgen? Ach ja. Ich weiß nicht, warum man das mit dem Holz machen sollte beim Dings. Das sieht doch scheiße aus, Leo. Ey, deine Mutter, ey. Was ist mit dir da? Wo fahren wir denn hin? Ja, überall. Nach England. Das ist eine England-Flagge. Ja, die sieht man gar nicht richtig, die Fahnen. Die nur bei den kleinen Versionen. Ich muss mir mehr kleine Dinger holen. Ein großes habe ich ja schon. Also, der Josh steht mehr auf kleine Dinger. Was halte ich für eine Lüge? Hast du doch gerade gesagt, du willst dir mehr kleine Dinger holen. Ja, weil große habe ich schon. Ja. Ach so. Da. Das weiß ich natürlich. Namen ist wild. Da steht der Josh im Mittel. Ja, ich wollte nur mal irgendwo hinfahren, wo ich, wo es schön aussieht. Jetzt steht der Jatak im Mittel. Geh mal Rückwärtsgang rein, du Drecksling. Geh mal rückwärts. Habe ich was verpasst? Ja. Alles. Nee. Voll die spannenden Dinge. Das denke ich mir. Alles hast du verpasst. So. Ja, was hättest du alles gesehen? Wenn du gewährst, werde ich hier. Oh, falsche Richtung. Ah. Ja, Tag, jetzt fahr doch mal. Ja. Da habe ich aber nochmal gut reagiert. Dafür kriegt der Carsten einen Cookie. Ja. Ich habe Angst. Alles apropos gut, Keks, ich habe doch hier noch Keks. Ja, das war ganz knapp. Ich weiß, aber ich habe schon gemerkt. Ich hab doch Milka mit Tuck-Keksen da, die könnte ich auch. Ich habe hier die guten, gut und günstig. Schokoröllchen. Also oh, ich schwöre ja auf Ja-Produkte, aber... Ja, das ist ja, da ist es so schwer, Nein zu sagen, weißt du? Oh, Julian! Ich hast nur blinkst links. Ja, ich weiß nicht, ich lenke gerade mit dem Bauch. Ich versuch, oh, da laufen Leute. Gerade meine... Ist besser als ein Färbesimulator. Packung pass aufzumachen. Pass auf, Julian, er blinkt links und fährt dann blind links. Ja, richtig. So. Der Carsten blinkt links. So. Ja, und dann fährt er blind links. Oh, guck mal, you have left the city. Echt? Yay! You have left the city. Echt? Du hast die Stadt links liegen gelassen. Aha, English for Runaways. Rot. Ja, ich mach mal Licht aus hier. Das kommen die ganzen Mücken raus. War rot, hat 350 Euro gekostet. Ja, ich bleib da mal stehen. Geil, krass, wir sind seriös. Ja, ich mach mal hier einen auf, Are you serious? Are you serious? Bist du seriös? Egal. Aber dass Otto das nicht in seinem Programm mit aufgenommen hat, ich finde, der ist so naheliegend irgendwie. Ich fand den lustig. Haha, lustig, so mit Lachen und... Ja, haha. Muhaha. Guck mal, die sind schon außer Sichtweite, die beiden. Ja, wir sind auch, schon wir auf der Autobahn. Ja, tack! Ihr wart auf der Autobahn. Dafür prügeln nein, die sich Moment, gerade. Nein, Moment, Entschuldigung. Oh, Julian! Ja, ich bin schneller! Boah. Volvo. Ey, das gibt's doch nicht. Wie viel Tonnen hast du denn? So, ich fahre Außenkurve, Carsten. Ideallinie. Scheiße. Ich schmeiß jetzt hier meine Cola-Becher von McDonald's die Brücke runter, wenn ich den Josh und den Carsten... Das Schlimme ist, ich glaube, ich bin auf der falschen Spur. Kann das sein? Ich weiß nicht, ob du auf der falschen Spur bist. Ja, du bist auf der falschen Spur. Ja, ich bin da... Ah. No, muss der Carsten verzögern. Ja, ist das voll gemein. Aber ich schmeiß da jetzt meine Becher runter jetzt. Obwohl, ich hätte auch über die Sperrfläche fahren können. Ja, aber hier nicht mehr dann. Hier wäre dann Ende gewesen. Ja, bis daher hättest du mich überholt. Also, wollte gerade sagen, bis dahin, ne? Also... Mit deinem Volvo, aber... Ja, beim nächsten Mal. Ihr könnt auch ey, mal warten. Reicht aber, wenn die erscheinen. Hör mal. Hör mal, Alter. Hör mal zu. Sag mal. Flur haben wir eigentlich. Ah, wir dürfen da wieder Ding da und so. Ding da und so. Ding da, doch. Carsten, du. Da. Geht schnell.
Jetzt nicht mehr. Ich bin richtig schon. Zack, rein. Ja, funktioniert noch nicht. Wir müssen abfahren. Josh, mach mal ein bisschen Platz. Ja. Ah, das ist der Carsten! Mach mal ein bisschen Platz. Was er für einen Schlenker gemacht hat. Wie schön. Sehr schön, ja. Was schön. Ihr habt's geschafft. Ja, Aziz. Ja, ich muss ja bremsen, wegen dem Josh. Ja, ich bin nicht wieder der Arsch. Ja. Wenn ja. du dich nicht einordnen kannst, ist okay. Eben. Nee, das macht mir auch weißt du, nur weil aus. Du die Ausfahrt verpasst hast, James. Macht dir gar nichts aus, aber fängst trotzdem an zu weinen, wa? Nee, das ist okay. Das ist okay. Komm doch nicht klar. Nee, ist wirklich okay. Ja. Doch, ist okay. Nee, das finde ich... Guck mal, 80.000. Ja. 80.000? Warum ist mein Radio wieder aus? Ja, 80.000 Kilometer hat der LKW. Radio aus. Radio aus. Ja, das Radio geht zwischendurch einfach aus. Ich weiß auch nicht, warum. Der ist kaputt. Marken-MAN-Qualität. Das hat der Josh im Singleplayer aber auch ab und zu. GZ nicht bezahlt. Ja. Genau, du hast die GZ nicht bezahlt, deswegen. Nee, das hat der Josh im Singleplayer auch ab und zu. Dann hat er auch die GZ nicht bezahlt. Einfach aus. Josh bezahlt auch kein GZ. Er hat schon gesagt, er bezahlt kein GZ. GZ, genau. GZ, geh weg, geh weg. Boah, Z warm, ne? Dein böses Z, geh weg. Ja, hau ab. Sprecht auch über weißt du, Carsten, warum müssen wir eigentlich immer drehen, wenn es warm ist? Weil uns andauernd ständig immer wieder die Folgen ausgehen. Ich verstehe das auch gar nicht. Wir könnten auch im Winter einfach jeden Tag eine Aufnahmesession drehen. Ja. Ja, aber dann sind wir voll aktuell. Dann kommt irgendwas Neues raus. Scheißegal, wir müssen nicht aktuell sein. Hauptsache Spaß. Carsten. Ja, Julian. Gib dir einen Tipp. Ja, aber Carsten, guck mal, dann können wir gar nicht mehr du, über so James, lustige Ereignisse zwei reden, Erwachsene wie... sich unterhalten, ne? Ja, genau, weil der ja gerade so erwachsen ist. Ja. Aber Carsten, dann können wir gar nicht mehr über so lustige Ereignisse sprechen, wie die Landtagswahl in Brandenburg. Ah, ja, stimmt. War aber Mecklenburg-Vorpommern. Dann wäre der Pizza gar nicht mehr lustig. Carsten, besorg dir einfach eine Erkältung, weil dann ist hier bei so einem warmen Wetter einfach normal. Also durch die Erkältung frierst du und durch das Wetter wärmst du auf. Ist spannend. Das ist ganz schön, wenn es gerade ausgeht. Kannst freihändig fahren. Das ginge, ne? Das ginge. Ja, also ich weiß gerade, wie das ist. Die Halsschmerzen sind nicht so schön, aber die Erkältung sonst ist okay. Der Tag ist auch der einzige Mensch auf der Welt, der es schafft, sich im Sommer zu erkälten. Eine Männergrippe. Ist nicht der einzige Mensch auf der Welt. Das geht ganz einfach, weil das über Nacht rapide abkühlt und dann... Rapide? Rapide. Ist eine Franzosisch-Wort. Rapunzel kühlt sich dann ab. Rapunzel, lass deine Haare rund. Aber Carsten, Männererkältung ist nicht schlimm. Tödlich ist nur der Männerschnupfen. Ja, gut. Ja, ich hab einen Männerschnupfen. Deswegen wird das meine letzte Aufnahme sein, Liebe. Du und Männerschnupfen. Du Männchen. Du hast einen Frauenschnupfen. Immerhin, ein Männchenschnupfen ist besser als ein Frauenschnupfen. Nein, wenn ich einen Männerschnupfen habe, dann wäre ich... Blut mit raus. Wenn ich einen Männerschnupfen hätte, wäre ich hier nicht in der Lage, heute zu sitzen, weil dann wäre ich schon dreimal erstickt. Ja, siehst du, da kannst du mal sehen, wie männlich ich bin. Genau, knallhart. Also, ich bin gesund. Also, das ist eigentlich was für ein Thumbnail hier, ne, oder? Was, die Laufe... Ja, müssen wir aber stehen bleiben. Nein, muss ich nicht. Ich habe Fraps. Ihr Fraps-Kinder, ey. Blöde Fraps. Ja, aber trotzdem muss ich da stehen bleiben. Nein. Wieso nein? Nee, ich brauche nicht stehen bleiben. Ich kann einfach F10 drücken. Das probiere ich jetzt mal. Ey, was macht ihr da? Nö. Ja, ich bremse mal. Nö. Ich habe meine Bremsbeläge geschont. So, aber dann habe ich, wenn ich das mache, immer noch da unten... Das wird erst eingeblendet, nachdem das Bild von Fraps gemacht ist. Ach so. Jetzt habe ich wieder ein gelbes Warndreieck im Display. Ich habe Kühlschrank. Du hast gerade Kühlschrank, oder? Wir müssen hier abfahren, übrigens. Oh, guck mal, hier ist der Start. Nach Mannheim. Was ist hier? Mannheim. Cool. Mannheim. Sieht Mannheim mir genauso cool aus wie im Fernbus-Simulator. Oh, ein wildes Jahrtag. How could this happen? Ich hab's im Rückspiegel gesehen, der Fall des Jatta. Oh Mann. Witzig.
So, aber das war so, es war das so wollte ganz ich gar langsam, nicht. So Titanic-Style, so.